So, Grüße Gemüse und wir sind wieder da bei The Crew. Natürlich steht hinter mir wieder der Rai. Genau. Alles klar. So, wir sind auf dem Weg nach, jetzt hätte ich fast Vegas gesagt, Los Angeles. Und ach, die zwei, die verwechseln mal, aber auch schnell. Ja, das kann mal vorkommen. Ja, letzte Folge, ja, haben wir Coben nun endlich gestellt. Oh Gott. Okay, alles klar. Ja, wir haben ihn in der letzten Folge gestellt. Sehr spektakulär, muss man sagen. Natürlich. Vor Special Effects hat es noch Platz hier in dem Spiel. Natürlich. Und ja, jetzt befinden wir uns auf dem Weg nach Los Angeles, die Stadt der Engel. Und ja, da ist auch überhaupt nicht abzusehen, was wir da zu tun haben. Denn es wurde ja auch unter anderem in der letzten Folge erklärt. Und ich sehe gerade, wie ja, du gerade über die Schienen fährst. Ja, weil mich das die geile Challenge hier... Ja, natürlich! Vor allem im Performance-Wagen kann man das sehr gut, die Challenge hier machen. Auf jeden Fall. Aber weil ich Bock drauf habe, fahre ich dir einfach mal nach. Gott, ey. Was im Nachhinein aber... Hauptsache durch den Rasen schicken, wenn daneben eine geteerte Straße steht. Meine Güte, ey. Ja, man merkt uns vielleicht an, aber auch nur vielleicht, dass das Spiel langsam ein bisschen an den Nerven zerrt. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt... oh, geiles Teil, das bringt's ja mal überhaupt nicht. Man muss halt sagen, dass das Spiel... Es hat ja schon so seine Reize, es hat ja seine Vorteile, es hat ja... ja. Ich meine, aber man hat halt schon irgendwie alles gesehen und die Story trägt jetzt auch nicht gerade dazu bei, da jetzt, finde ich, so eine noch krassere Motivation zu haben. Ich meine, gut, okay, jetzt kommen noch die Rennwagen, da freue ich mich ein bisschen drüber, aber ja, im Großen und Ganzen weiß man, okay, wie das jetzt eigentlich schon ablaufen wird. Ja. Und das macht halt, finde ich, die Motivation einfach nicht so krass einfach. Ja. Gibt es da noch ein Frackteil? So, aber hier rechts... Oder? Ja. Ich glaube, da hätten wir vorher schon. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir hätten vorher schon runtergemusst. Ach, scheiß drauf. Jetzt kommen wir hier sowieso nicht runter. Ah ja. Wir können im Tunnel wenden. Dann machen wir das doch. Auch wenn es nicht erlaubt ist, aber... Wen interessiert? Die Polizei hier ganz bestimmt nicht. Nein, auf keinen Fall. Mal runter, oder? Boah, was für eine Scheißstraße ist denn das, bitte? Okay, ich muss schon woanders hin. Nun, da du zu den Herrschern gehörst, dachte ich, du willst in die hässliche Fresse deines Königs blicken. Wie sieht's aus? Schiff, wann treffen wir uns endlich? Duld, mein bereifter Wunderknabe. Zuerst musst du angeben. Komm hier rüber. Die Five Tents sind dabei, den Kackeimer über der ganzen Westküste auszukippen und ich setze große Hoffnung in dich. Man sieht sich, hombre. Der Typ ist irgendwie nicht ganz sauber. Ja, das wissen wir ja sowieso, aber was sagt uns das, was er schon wieder gesagt hat? Genau das, was wir letzte Folge schon thematisiert haben. Wir dürfen jetzt erstmal gegen alle Wii 2, 4, 6 fahren, damit wir am Ende Schiff... den Arsch machen dürfen. Ja, Hammer. Genau. Also mit einer großen Wendung rechne ich jetzt definitiv nicht mehr. Ich glaube, da ist dem Praktikant dann auch echt die Idee dann ausgegangen. Ja. Auch wenn sich das jetzt vielleicht so anhört, als ob wir irgendwie nur über das Spiel herziehen würden, das ist natürlich nicht der Fall, weil dieses Spiel hat ja, wie Rai ja vorhin nicht gesagt hat, bei mir schon ein bisschen. Sag ich jetzt mal, es hat schon ein bisschen seine Reize, aber man hätte diese besser vertreten können. Man hätte die einfach besser gestalten können. Was soll ich sagen? Es ist halt, es hat wirklich ein paar geile Sachen, das Spiel. Wie jetzt? Aber irgendwas fehlt halt einfach. Ist ein Einzel, oder was? Ja. Gut, dann machen wir das dann einfach gleichzeitig. 1, 2, 3 und go. Spät.
Ja, gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Hör mal, ich bin kein Held und das ist kein Traumberuf. Wer Zahnarzt oder sowas. Darum geht's nicht. Harry hat dich empfohlen. Und worum geht's? Legal. Polizeieinsatz. Undercover. Im Ernst? Kein Scheiß. Five Tens. Wir holen uns Schiff. Ist was Persönliches. Harry meinte, du verstehst das. Mit persönlich kenne ich mich aus. Okay, bin dabei. Verschwinden wir hier. Der Regisseur will mich ohnehin umbringen. Warum? Was hat er denn? Ist ein Arschloch. Und ich hab was mit seiner Frau. So, so. Neues Schimpfwort. Ich bin begeistert. Das hatte ich auch gerade im Sinn. Ich wollte es aber nicht sagen. Na komm, ich bring dich in unser neues HQ. Zu unserer Gang. Harry hat mir die Location schon geschickt. Wo willst du hin? Keine Sorge, ich komm schon. Cool, dass ich auf einmal in meinem Straßenkarre sitze. Ja, das geht mir gerade genauso. Wie steht's eigentlich mit Harry? Frisiert er immer noch seine Dreadlocks? Harry hatte Dreadlocks? Wie lange hast du ihn nicht mehr gesehen? Viele Jahre. Seit damals, als ich noch auf der Piste war. Du warst. Bist Rennfahrer? Aber 100 pro. Konnte mich vor Sponsoren kaum retten. Und dann? Das Leben. Was ist passiert? Naja, ich bin mit 250 Sachen in die Barrikade gerauscht. Nicht so angenehm. Oh, das kann man ja mal wegstecken. Er scheinbar nicht, aber hey. Verkehr, von dem Verkehr geizen sie hier jetzt aber auch gerade nicht. Da habe ich gerade schon mit meinem fetten Ram den ersten abgeräumt. Warum hast du mit dem Rennen aufgehört? Hattest du einen Unfall? Ich hatte gar nichts. Was meinst du? Stellst du etwa immer so viele Fragen? Ich weiß gern, mit wem ich arbeite. Ist das vielleicht ein Background-Check? Ich nenne es lieber dich kennenlernen. Ich heiße Vincent. Lieblingsfarbe Magenta. Hobbys, Autos, Bier, Frauen. Ich hasse nervige Fragen. Mehr musst du nicht wissen. Das ist gut. Ja. So ähnlich denke ich auch. So, und rein da. Hui. Ja, ich habe mich gerade noch mal so schön gedreht. Das heißt, bei mir wird das jetzt vielleicht mal 5 Sekunden oder 10 Sekunden länger dauern. Ja, ich bin einfach still. Es wird jetzt hier wahrscheinlich gleich die Situation erklärt. Wahrscheinlich. Ja, das hat einen Grund. Okay, nun ein Crashkurs zum 510 Face-Off. Das ist es, Junge. Die Westküste, das Face-Off. Jeder 510 in jeder Stadt der USA möchte jetzt an deiner Stelle sein. Und natürlich... Natürlich hast du deine eigenen Gründe, hier zu sein. Wenn du zu Schiff wirst, musst du fahren und gewinnen. Harry sagt, dass du es kannst. Und dein Tattoo beweist das. Rache ist eine heikle Sache, Junge. Dir ist es egal, wen sie trifft. Wenn du das Face-Off überstanden hast und nur noch Schiff zwischen dir und dem VA-Tattoo steht... Musst du bereit sein, mit den Folgen deiner Wahl zu leben.
Okay. Bist du durch? Ja, na klar. Ja, ich guck mir gerade die Fähigkeiten von dem an, was der so drauf hat. Okay, also, das heißt, kleines Update, die Garage sieht genauso aus wie alle anderen davor. Genau, nur dass jetzt der Vincent noch bei Zoe mit im Büro steht. Ja, und wahrscheinlich nichts tut. Ja, nee, irgendwie nicht so, ne? So. Das ist irgendwie, also... Okay, dann haben wir da jetzt mal ein bisschen investiert. Was machen wir da noch? Da noch, gut, brauchen wir das? Machen wir das da? Okay, ja gut, also das nächste Ziel wird hier dann höchstwahrscheinlich sein, pass mal auf. Gucken wir jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Ja, mach das, Moment, ich wechsle eben auf mein Performance-Auto um. Kann ich das bei der Gelegenheit auch gleich mal reparieren. Auch wenn es relativ wenig gebracht hat, aber der Ordnung halber. Okay. Yo, yo. Willkommen zum Face-Off. Heute sind 50. 50 der besten Fahrer der Welt hier, um zu tun, was sie am besten können. Gas geben, sich messen und die Bullen verarschen. Dieses Jahr habe ich etwas anzukündigen. Wir hatten etwas Unruhe im Vorstand und mein Geschäftspartner hat seine Krawatte gegen einen Strampler getauscht. Also suche ich nach einer neuen Nummer 2. Einer von euch wird es werden. Wir machen einen Ausscheidungswettkampf. Nach 2 Läufen werden von 50 nur 20 übrig bleiben. Also zeigt's mir. Macht Chaos und lasst die Straße brennen. Wir jagen diese Welt heute bis ans Limit. Sehr euphorische Rede. Ja. Okay. So, mein Ziel wird jetzt auf jeden Fall erstmal der Autohändler sein. Gucken wir mal, was für Autohöhle. Autohöhle? Denn mir Autöchen ja, mir angeboten werden. Okay. Und ob ich überhaupt genug Geld dafür habe, wahrscheinlich nämlich nicht, weil ich mir schon erahne, dass hier in Los Angeles noch Sportwagen gibt und die glaube ich nicht billig sind. Dann gucke ich halt mal. Wo ist ein Autohändler? Da, Alter. Der Autohändler. Ja. Die Story wird so ablaufen, wie sie auf jeden Fall ablaufen wird. Ja. Wie wir es schon gesagt haben, das ist klar. Also ich denke nicht, dass da jetzt groß noch eine Wendung kommt. Nein. Das glaube ich auch nicht. Das Alex-Schiff verschont oder so, glaube ich auch nicht. Rennwagen sind die Herausforderung gewachsen. Mich interessiert dann halt wirklich nur, auf welche Art er stirbt. Erschossen wahrscheinlich, so wie sein Bruder halt. Also wie er, sein Schiff Bruder von Alex erschossen hat, schätze ich mal. So in der Richtung, könnte ich mir vorstellen. So, Da gibt es noch ein Frackteil, das interessiert mich jetzt nicht. Ich gehe erstmal zum Autohändler. Und guck mal, was das schön gibt. Hier so in... Wow, das ist ja so eine richtige Scheiße. Eine richtige Bruchbude. Und das soll uns jetzt schöne Autos geben. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, naja, ich sehe schon auf... ja, okay. Ich sehe Autos, die sind unbezahlbar im echten Leben. Okay, ja, unbezahlbar. Bezahlbar, unbezahlbar, unbezahlbar, noch weniger bezahlbar, kostet echt Geld, kostet echt Geld, kostet echt Geld. Ja, okay, hat sich erledigt, der Versuch. Scheiße, Alter. Super. Das kannst du vergessen, Alter. Die haben sowieso nur, doch, der, okay, okay. Der Musielago hat ein Rennen, können wir auf Rennen umbauen, den Continental können wir umbauen. Den Ford GT könnte man umbauen, aber sonst die anderen dann wiederum nicht mehr. Das heißt, wohl oder übel, ich muss wohl mein Camaro umbauen, weil es das einzige Fahrzeug in meiner Garage ist, der tatsächlich
Ah ne, ich habe noch einen Nissan 370Z. Ich glaube, der kann es auch. Aber ne, ich nehme jetzt Camaro. Den habe ich so lange nicht mehr gefahren. Den habe ich nur auf Straße umgebaut und mehr nicht. Also von dem her wird es Zeit für das Comeback des Bumblebees. Oh, Achtung. Und ja, den Bumblebee habe ich ja so gesehen auch nur halt als Viper-Edition. Ja. Ja, ich habe den originalen Bumblebee. Hallo. Der kann sogar reden. Oh. So. Ja. So, ja, ich muss nochmal zurück ins HQ und mir erstmal den abholen und dann werde ich. Achso, ich brauch gar nicht ins HQ. Ich kann. Oh, ich bin so ein Idiot. Egal. Lasterkampf wäre die nächste Mission. Ja, ja, ich muss erstmal umbauen alles und so weiter. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Dann können wir vielleicht mal. Wo ist denn der Tuner? Ach, da oben. Ja, eben, da fahre ich jetzt nämlich dann auch hin. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal da gemeinsam hin. Weil dann kann ich auch mal zeigen, was man an den Rennautos so verändern kann. Ach, come on. Karte. So, wo sind wir denn? Ne, das ist das Rennen. Wo ist denn der Tuner? Ah, da oben, okay. Im Norden. Ja. Ja, mal gucken. Du kannst ja, glaube ich, schon auf. Nee, Stufe 40 Spec ist höchst. Also Stufe 50 bringt ja jetzt in dem Fall nichts direkt. Ne? Du kannst die Kids. Kids gehen nur bis Stufe 40. Also ja, okay, Stufe 50 gut. Kids gibt's nicht. Okay, okay. Dann habe ich ja gar keinen Nachteil. Nein. Nein. Eins muss man ja sagen, der Sound vom Camaro ist auf jeden Fall kerniger. Oh ja. Das Einzige, was fehlt, ist das Turboladergeräusch vom Skyline. Aber den brauche ich eigentlich nicht. Ich bin kein so Turbo-Fan. Deswegen ja, brauche ich es eigentlich gar nicht. Bin mal gespannt, wie der dann aussieht in Rennspec. Ich meine, man kennt ja einen Camaro in der GT3. Da ist ein richtig bulliges Auto im Vergleich zu dem ganzen Sportwagen. Mal gucken, wie der hier dann gleich so wirkt. Da bin ich echt gespannt. So, ich bin gleich da. Ja, ich warte dann mal ganz kurz davor. Ja, kannst du schon mal reingehen. Siehst ja eh nicht, was ich mache, oder ich sehe ja auch nicht, was du machst. Das ist ja. Ist es ja egal. Auch wenn es ziemlich cool wäre. Das wäre cool, ja. Wenn man sich so in der Garage sieht, wie du gerade ein Auto aufbaust und ich meins und so. Ja, das wäre ziemlich cool. Das wäre echt cool, ja. Oh, guck mal, wie sieht ja richtig geil aus. Die wirkt so im Bunker drin. Ja, mit cool. Windkanal und allem möglichen. Ja. Ja, braucht man ja für einen Rennwagen. Also. Ja, natürlich. Ist klar. Also, wir werden jetzt das Auto noch aufbauen, die Folge. Ja. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja. Ja, ich weiß, dass ich schon bereits die Rennausstattung meines Fahrzeugs besitze. So, die werde ich dann auch mal meinen Zuschauern präsentieren. Das ist nämlich keine geringere als die Viper. Nur ein bisschen breiter und hat, glaube ich, fast genau dieselbe Leistung. Nur natürlich, dass der Grip natürlich viel, 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 viel höher ist als bei den Performance-Autos. Ja, und das Gewicht, denke ich, auch nochmal deutlich reduziert wird. Schätze ich jetzt mal. Also, meine Viper wiegt leer 1145 Kilo. Was ja für einen Rennwagen eigentlich sehr wenig ist. Für einen Rennwagen gut, ja. So. Baue jetzt auch mal um. Möchte so dieses Starter-Kit? Jawohl, möchte ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich aus meinem Auto passiert. Oha, oha. Oh, oh. Das sieht ja mal böse aus. Das sieht ja mal richtig böse aus. Und sieht er genauso aus wie bei der GT3? Er wirkt hier ein bisschen flacher, muss ich sagen. Mhm. Aber das könnte auch, wie gesagt, an der GT3 einfach nur daran liegen, dass, wie schon gesagt, da auch richtige Sportwagen mitfahren, die natürlich sowieso von Haus aus schon relativ flach sind. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier jetzt machen können. Performance können wir nicht viel, aber auch visuell können wir doch jedes. Nein, können wir nicht viel. Felgen können wir nochmal ändern. Innenausstattung, gut, Innenausstattung ist ja, schon eh für den Arsch beim Rennwagen. Aber immerhin sind die Rennwagen und die Rallye werden immerhin das Interieur auch umgebaut. Das hat mich so ein bisschen auch gestört bei den anderen
die es so gab. So, und jetzt Rennwagen, gucken wir mal, was wir da machen. Ich könnte natürlich jetzt tatsächlich wieder ein Bumblebee-Design machen, wäre aber für einen Rennwagen ein bisschen langweilig, deswegen gucken wir nochmal. Da muss schon was Krasses sein. Ich zeig dir dann gleich mal mein Design von meiner Viper. Was, ja, ziemlich böse ist. So. Das könnte... Ah, das ist das nicht das, was ich schon hab? Scheiße, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, doch nicht. Müsste jetzt gucken, was ich da nehme. Ja, ich glaube, ich nehme tatsächlich das einmal. Gucken wir mal, wie es mit den Farben aussieht. Gefällt mir aber auch nicht so. Ne, gefällt mir nicht. Nochmal andere Aufkleber. Tja, ja, die Optik. Die Optik macht schon was aus. Definitiv. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es hier weniger gibt wie... Bei den Aufklebern, ja. Meinst du? Ja, irgendwie habe ich bei den anderen als mehr gehabt, hatte ich so das Gefühl zur Auswahl. Vom die Farben gefallen mir halt gar nicht. Kacke. Och, Mann. Ganz halt auch ein bisschen schade, dass du die Farben selber nicht mal ändern kannst von den Vinyls. Ja, das stimmt. Man hätte ja wenigstens, sag ich jetzt mal, die Farben einstellen können. Man hätte sie ja nicht mal skalieren müssen oder so, sondern einfach nur die Farben ändern. Hätte schon gereicht. Oh, das jetzt mal gucken. Das ist aber auch nicht so geil. Ach Mensch, das ist doch kacke. Wieso gibt's hier nichts Gescheites? Es gibt keine richtig geile Rennlackierung für den, finde ich. Ja, ich schaue auch gerade mal so durch, was es so noch Cooles gibt. Das sind die, die ich schon gekauft habe in der Garage, ne? Das ist ja auch so das Problem, ne? Ja. Weil da würde ich wahrscheinlich dann eins nehmen, was ich schon hatte oder so, was dann irgendwie besser aussieht. Ja. Weil die gefallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich nehme jetzt mal das mal kurz. Farbe oder. Ja, das. Jetzt mal. Ja, ich nehme jetzt mal das da kurz. Und gucken wir mal bei Felgen. Was gibt's denn da für Felgen noch? Ich will Rennfelgen, wenn dann schon. Ja, natürlich. Muss ja passen. Oh je. Gibt's wieder Auswahl über Auswahl, das ist ja der Wahnsinn. Also bei Felgen haben sie echt nicht gespart. Nee, haben sie wirklich nicht. Aber die hätten einfach auch eine Felgen-Lackieroption reinbringen können, wäre glaube ich geschickter gewesen wie... Ja. Aber cool. Jeder Felgetyp mit keine Ahnung wie viel Farben zu machen. Ja, wie diese Presets, sag ich jetzt mal. Gott. Naja, vielleicht werde ich das auch mal einfach offscreen machen in der Folge, deswegen würde ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, ich bin raus. Ja. Oder wir sind raus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem fertigen Auto. Ja, dann würden wir sagen, bis zur nächsten Folge. Ganz genau, ciao, ciao. Tschüss.